Hallo YouTuber, hallo Do-it-yourselfer, ich bin's wieder, euer Christoph, euer Fliesenplatten- und Mosaiklegermeister mit praktischen Tipps für euer Projekt. Thema heute im Video wird sein alternative Abdichtung in Masszellen, in Bädern, in Duschbereichen. Es werden zwei Videos kommen. Heute die Vorstellung der zu verwendenden Materialien, dem Werkzeug, was ihr braucht, und so ein paar Informationen zur Beschaffung der ganzen Sachen, damit ihr dann, wenn es in die Abdichtung geht, auch alles am Start habt. Vielleicht so kurz eine Info vorher, warum dichtet man ein Badezimmer ab, was habe ich zu beachten und wie kann ich mich vorbereiten, die Untergründe zu gestalten. Wenn ihr in der Vorbereitung seid, für euer Bad abzudichten, dann sind zwei Dinge ganz entscheidend wichtig. Zum einen müsst ihr wissen, was habt ihr für einen Untergrund? Ist das ein Trockenbau? Ist das ein Kalkzementputz, ein wasserabweisender Zementputz? Ist das vielleicht ein Hartschaumverbundelement? Das müsst ihr wissen, um zu erfahren, welche Materialien ihr verwenden müsst. Ganz wichtig, immer im System bleiben. Das heißt, es nutzt nichts, wenn ihr von einem Kumpel, der hat noch einen Meter Dichtband, der eine hat noch was Grundierung, der nächste hat noch irgendwas, einen Teil von der Abdichtung, da kauft den Rest dazu, vergesst das. Diese Materialien können alle chemisch gegeneinander arbeiten, wenn ihr nicht vom gleichen Hersteller was kauft. Ich werde dir keinen empfehlen, es gibt ganz viele auf dem Markt, die ihre Produkte anbieten, und zwar von A bis Z. Von A bis Z heißt, von der Grundierung über die Abdichtung, über den Kleber, Flexmörtel, Mikrotec-Kleber bis hin zur fertigen Verfugung sollte alles aus einer Hand sein. Ganz wichtig. So, nachdem wir geklärt haben, was ihr für einen Untergrund habt, müsst ihr euch überlegen, was brauche ich denn? Wir brauchen zum einen das klassische Dichtband. Ich habe hier mal was von der Rolle abgeschnitten. In einem Teilstück sieht das so aus. Das ist ein sehr, sehr dünnes Dichtband, was ich persönlich favorisiere, denn wenn ihr so dicke habt, da habe ich auch mal ein Muster aus einem älteren Bestand. Die gab es früher mal, so mit Gummibeschichtung und so weiter. Die bauen schon direkt 1 mm mehr auf als das, was ich hier verwende. Warum ist das wichtig, dass es nicht zu dick aufbaut? Wenn wir später die Dichtbänder einarbeiten, müssen wir überlappen. Ja, das komme ich aber in der Praxis zu. Und wenn ihr die zu dick habt und überlappt und eine Ecke überlappt, dann geht es in der Senkrechten unten schon so um 2-3 mm raus. Hört sich nicht schlimm an, aber habt ihr großformatige Platten und ihr geht mit einem Klebemörtel dran und habt unten einen Aufbau, dann überträgt sich die Lotrechte nach unten. Wenn da unten nur 2 mm mehr sind und ihr müsst später eine Glaskabine dran bauen, dann steht die quasi schief. Also, man kann das retuschieren, indem man dickeren Kleber aufbaut, indem man vielleicht auf der Rückseite was mit der Flex wegmacht. Deswegen vorher überlegen, Dichtbänder, dünnes Material, nicht zu dick. Punkt 1. Punkt 2. Entweder habt ihr im Bad, ich komme mal ein bisschen näher ran, solche Baustopfen, dass ihr so eine Aufputzarmatur eingebaut habt, oder ihr habt eine Mischbatterie. Für diese Stopfen gibt es vorgefertigte Rosetten. Ihr müsst zählen, habe ich einen Anschluss, habe ich zwei, manche haben noch so Massagedüsen, Spritzdüsen. Ihr braucht so viele Manschetten, wie ihr von diesen Baustopfen habt. Da gibt es ganz unterschiedliche. Manche haben wie der hier so einen Gummiring, den zieht man drüber. Wenn der Installateur später den Baustopfen rauszieht, zieht sich das Gummi noch ein bisschen nach innen, er montiert die Armatur und bevor er diese Abdeckung Rosette rummacht, dichtet er das nochmal ein. Mit einem Dichtmörtel, mit Silikon, da gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten. Warum? Wenn Wasser hinter diese Rosette läuft und das ist gerade eine Fuge und es ist keine Abdichtung da, dann zieht es unter der Fliese in den Kleber, in den Untergrund rein, wenn ihr nicht vernünftig abgedichtet habt. Das dazu. Wenn ihr solche Dinger nicht habt, zum Beispiel habt ihr eine Aufputz-Mischbatterie, Entschuldigung, der ist runtergefallen, ja, das passiert auch, eine Unterputz-Mischbatterie, dann ist meistens so etwas dabei, also für die Form von der Armatur, die ich jetzt hier halte, lasst sie von eurem Installateur geben, manchmal montieren die vor, nehmen ihren Karton mit und dann fehlt euch das. Das könnt ihr natürlich auch selber basteln. Es gibt diese Matten auch in groß, da müsste man es mit der Schere passend schneiden. Bei der Form hier nicht schwer, es gibt aber auch welche, die sind so und da müsst ihr schon echt künstlerisch Geschick haben, um das einzudichten. Wenn ihr
in der Dusche keine Tasse, also eine fertige Keramiktasse verarbeitet, sondern ihr fließt den Boden, weil ihr ein Gefälle estrich gemacht habt oder weil ihr ein Duschelement habt, was Gefälle eingearbeitet hat, wo ihr auch abdichten müsst, dann ist in der Mitte zum Beispiel ein Ablauf, wenn es jetzt ein Trichtergefälle ist mit einem Sinkkasten, da sitzt dann später dieses Teil drauf, da ist noch die blaue Klebung drauf und so ein Baustoff. Und auch dafür gibt es, ich zeige das mal gerade, jetzt von einem anderen, auch vorgefertigte Ablaufeinrichtungen. Auch die bitte besorgen bzw. von eurem Installateur geben lassen, der das in seinem Karton, was in der Regel bei diesen Armaturen, bei diesen Abläufen dabei liegt, hat. Vielleicht eine Sache noch zu diesen Lichtbändern. Die kosten ein bisschen was. Man kann die auch selber machen. Dann nimmt man sich einfach, ich habe das mal hier vorbereitet, so ein Stück, faltet das in der Mitte, faltet das nochmal. Und wenn man jetzt den Durchmesser von diesem Stopfen messen würde, man kann es ja mal mit einem Papier vorprobieren, kann man sich das anzeichnen und dann kann man tatsächlich, haben wir früher in der Schule, wer aufgepasst hat, in der Grundschule, im Bastelunterricht gelernt, kann man sich so ein Teil rausschneiden, kann das aufklappen und et voilà, ich habe hier ein passendes Loch und wenn ich gut war, guck mal, hervorragend, ja, genau so muss es sein. Das könnt ihr euch sparen, dann kostet es wirklich ein paar Cent. Und diese Lichtmanschetten, die sind echt teuer. Dann braucht ihr, wenn ihr zum Beispiel eine Dusche habt, die mit zwei Außenwänden begrenzt ist, braucht ihr Innenecken. Manchmal hat man Rohrkasten drin, weil das Abflussrohr, das Lüftungsrohr, da braucht ihr eine Außenecke. Da gibt es auch verschiedenste Hersteller. Ich zeige mal ein Beispiel für eine Innenecke. Vorgefertigt, sehr schön. Ich zeige mal ein Beispiel für eine Außenecke. Da sieht das so aus, also der umgekehrte Fall. Alles das gibt es zu kaufen. Also ihr müsst zählen, wie viele Löcher, wie viele Durchführungen habt ihr eine Unterputzarmatur, wo der Installateur was dabei gibt, wie viel Innen- und wie viele Außenecken habt. Dann, das gibt es von der Rolle. Gibt es in 25 Meter, in 10 Meter, in 15 Meter. Ihr müsst mal messen, habe ich eine senkrechte, weil ich einen Winkel habe in der Dusche, dann sind das in der Regel 2,50 Meter, 2,30 Meter, je nach Deckenhöhe. Gibt es Baustoffhändler oder euer Fachmarkt, gebt ihnen die Meterzahl an, ich sage jetzt mal 2,50, da würde ich 3 Meter nehmen. Die längen euch das ab, bezahlt dann Euro mehr, braucht aber nicht eine ganze Rolle kaufen. Wenn ihr jetzt unten mit abdichten müsst, weil ihr den Boden fließt, braucht ihr die Ecken, 2 dann in der Regel. Und auch da die Meter. Das zusammengerechnet sind dann 3-4 Meter Dichtband. Dafür braucht ihr keine 12 oder 15 Meter kaufen. Jeder gut sortierte Baumarkt, Fachmarkt bietet mittlerweile an, Meterstücke für den festen Preis abzuschneiden, abzulenken, zu kaufen, damit ihr einfach nicht zu viel Geld ausgibt. Das wäre die Vorbereitung dafür. Wir müssen noch so ein paar Werkzeuge haben. In der Regel reicht eine Kelle. Ein Gletschborn. Wer gerne mit sowas die Grundierung und die Abdichtung aufbringen will, auch das geht. Man kann aber auch einfach so einen kleinen Flächenstreicher nehmen. Man kann das Ganze spachteln. Da müsst ihr halt schauen, was euer Baustoffhändler euch anbietet. Manche Grundierungen sollen gespachtelt werden, manche sollen gerollt werden, manche sollen gepinselt werden. Meistens ist der Auftrag zweimalig. Ich mache es immer zweilagig, manchmal auch dreilagig. Ich verwende meistens Abdichtungen, das werdet ihr dann in dem Praxisteil sehen, zweikomponentig, das heißt, ich habe Reaktionsharz und eine Reaktionsmilch, so nenne ich sie mal. Die beiden werden zusammengeschüttet, verrührt, verquirlt und das reagiert dann chemisch mit der Aufnahme des Sauerstoffs aus der Luft. Damit klebe ich die Bänder ein. Es gibt auch einen speziellen Kleber, wo man die Bänder vorher einklebt. Da komme ich aber in der Praxis zu. Das würde jetzt hier zu weit führen. So, was brauchen wir noch? Wir müssen irgendwie später das Dichtband in die Ecke kanten. Wir müssen es einarbeiten. Kauft euch da gar nicht so viel Werkzeug. Vielleicht habt ihr sowas hier, wer schon mal tapeziert hat. Ist nicht scharfkantig, kann man die Dichtbänder wunderbar in die Ecke einarbeiten. Ich habe mal meiner Frau was geklaut. Ich hoffe, die guckt das Video erst dann, wenn ich nicht zu Hause bin. Das ist eine ganz normale Kuchenschaufel. Das hier ist so ein Werkzeug aus der Küche. Frauen haben hervorragende Werkzeuge in der Küche, die wir auf den Baustellen brauchen können.
macht sie danach sauber, legt sie heimlich zurück, gibt es keinen Stress. Wenn es Stress gibt, ne, ihr wisst ja, Lucky Wife, Lucky Life, das könnt ihr verwenden. Dann ganz wichtig, Schutzhandschuhe. Diese Grundierung, gerade die Zweikomponentigen, aber auch diese fertigen aus dem Eimer, sind jetzt nicht so gesund für die Haut. Ne? Also Handschuhe anziehen, ganz wichtig. Gibt es für 1,95 in jedem Bauhaus für einen einmaligen Gebrauch. Und ich weise jetzt bewusst darauf hin, Schutzbrille. Weil das Zeug in den Augen kann auch gar nichts. Ich ziehe jetzt mal an, sieht völlig kacke aus, aber mal einfach so als Joke. Hallo, so sehe ich damit aus. Schützt euer Augenlicht, schützt eure Augen, das ist eure Gesundheit. So, dann habe ich diese Materialien erklärt. Vielleicht eins noch, das habe ich eben noch vergessen. Wenn euch diese Ecken zu teuer sind, man kann so eine Innenecke auch basteln. Ja? Man schneidet die einfach unten ein, man biegt die rum und et voilà, ich habe eine Innenecke. Kann ich auch als Außenecke machen, da müsste ich natürlich diesen Bereich noch mit einem, ich nenne es mal Pflasterstück, beiarbeiten, schön eindichten, dass da keine offenen Stellen sind, zweimal die Abdichtung drüber und dann habt ihr auch das gespart und funktioniert hervorragend. So ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein an Informationen, an Dingen, die ihr beschaffen müsst. Das könnt ihr euch in Ruhe vorbereiten und zusammenstellen. Sollte das nächste Video jetzt zeitnah für die praktischen Tipps im Kasten sein, dann werde ich es hier drunter verlinken, damit ihr einfach weiterschauen könnt und nachklicken könnt, wie die praktische Anwendung ist. Ich würde mich freuen über Kommentare, natürlich auch Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, aber auch Kritik ist natürlich erwünscht, nur so kann ich besser werden und für euch die Tipps und Tricks in, ja, für euch verständlicher Form rüberbringen. Bleibt gesund, in diesem Sinne, euch einen schönen Abend, euer Christoph.